Zum Start gucken wir uns mal die Geraden an, die wir eigentlich schon kennen, nämlich die Geraden im Zweidimensionalen. Die bestehen ja in der Gleichung, wenn man sich die anschaut, aus einmal diesem m mal x plus b, wobei das m die Steigung ist und das b der y-Achsenabschnitt. Also irgendwie ein Punkt, wo ich beginne und dann ein Punkt, der angibt, wie steil jetzt diese Gerade ist. Als Beispiel, wenn unsere Steigung 0,5 wäre, dann gibt es an, wie steil dieser Graph hier verläuft. Das heißt, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, muss ich 0,5 nach oben gehen. Und dieses plus 1 gibt ganz einfach an, wo ich anfange zu zeichnen oder wo mein Graph, besser gesagt, die y-Achse schneidet. Bei Geraden im Dreidimensionalen gibt es zumindest vergleichbare Komponenten. Das eine ist ein sogenannter Ortsvektor. Der ist jetzt hier extra in blau markiert, weil das eher der sogenannte, oder nicht sogenannte, aber der Startpunkt dieser Geraden ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass eine Gerade jetzt keinen Startpunkt per se hat, denn sie geht ja unendlich weiter. Aber der gibt an, wo wir uns sozusagen erstmal befinden. Und das hintere ist der sogenannte Richtungsvektor und der gibt dann die Richtung an. Also das, was hier eher die Steigung macht, nämlich wie steil ein Graph ist, wird hier durch diesen Richtungsvektor angegeben. Und das R ist so ein bisschen vergleichbar mit dem X, denn mit dem R kann ich jetzt variabel agieren und diese Geradengleichung verändern, so wie das hier mit dem X ja auch der Fall ist. Wie sich das Ganze im Dreidimensionalen vorstellen lässt, das zeige ich euch jetzt mal mit dem Programm GeoGebra, was ihr euch auch gerne kostenfrei runterladen könnt, was da häufig weiterhilft. Das sieht jetzt so aus. Hier seht ihr eine Aufzeichnung, wo ich einmal den Ortsvektor a mit den Koordinaten 1, 1, 1 und einen Richtungsvektor hier eingezeichnet habe mit den Koordinaten 3, 1, 0. Dieser blaue Vektor hier ist der Ortsvektor Richtung a und dieser grüne hier ist der Richtungsvektor. So, damit ihr das mal so grob einschätzen könnt, wie sich das im Dreidimensionalen verhält. Einmal der Weg Richtung dem Ortsvektor und von da aus zeigen wir dann erstmal nur in eine Richtung. Jetzt ist das Ganze hier aber noch keine Gerade, sondern erstmal nur irgendwie zwei Vektoren. Wenn wir uns nochmal die Gleichung anschauen, dann steht jetzt aber hier der Ortsvektor plus r mal den Richtungsvektor. Das heißt, dieses r hier ist ja variabel, da könnte ich jetzt einsetzen, was ich möchte. Und wenn ihr euch noch zurückerinnert an die Multiplikation von einem Skalar mit einem Vektor, dann ist es ja wie eine Verlängerung oder eine Vervielfachung. Und das können wir uns hier auch so anschauen. Ich habe hier mal so einen Schieberegler erstellt, der uns zeigt, wenn unser r gleich 1 ist, dann lande ich, wenn ich diese Rechnung aufschreibe, den Punkt 1, 1, 1 ist ja der Punkt a oder der Vektor Richtung a, plus einmal den Richtungsvektor, dann lande ich genau hier unten, wo jetzt dieser schwarze Punkt ist. Wenn ich das r jetzt verändere auf beispielsweise 0,5, dann seht ihr schon, was passiert, nämlich der Richtungsvektor wird nicht mehr ganz genommen, sondern nur zur Hälfte genommen. Wenn er jetzt gleich 0 ist, dann rechne ich ja den Ortsvektor plus 0 mal den Richtungsvektor, dann befinde ich mich ganz einfach im Punkt A. Und wenn er kleiner wird, also eine negative Zahl, dann gehe ich diesen Richtungsvektor sozusagen nach hinten. Und vielleicht erkennt ihr schon, was passiert, wenn ich das größer und kleiner mache. Dieser Punkt, dieser schwarze, wird sich immer auf einer Geraden bewegen. Um euch das zu zeigen, mache ich hier mal so eine kleine Spur an. Egal, welches R ich hier auswähle, ich befinde mich immer auf einer Geraden. Und somit kann ich durch Veränderung meines R, je nachdem wie groß es ist, jeden Punkt auf dieser Geraden erreichen. Ich könnte R ja auch minus 712 groß machen, dann würde ich mich sehr weit hier hinten befinden. Oder ich kann R 10.000 wählen, dann würde ich mich sehr weit hier vorne befinden. Hier nochmal, um zu zeigen, dass das Ganze wirklich eine Gerade ist, die hier innerhalb dieses dreidimensionalen Koordinatensystems dargestellt wird. Okay, gehen wir zurück zur Rechnung, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen. Das ist nochmal unser Ortsvektor plus r mal den Richtungsvektor. Und jetzt überlegen wir uns mal, welchen Punkt wir erreichen würden, wenn wir für r gleich 1, gleich 3, gleich minus 2 oder gleich 0,5 wählen.
Für r gleich 1 haben wir ja schon gesagt, in unserem Beispiel müssten wir dann quasi einmal den Richtungsvektor wählen. Und rein rechnerisch ist es jetzt ganz einfach. Ich setze 1 für r ein und dann kann ich einfach 1, 1, 1 plus einmal 2, 0, minus 1 rechnen. Und dann kommt hier oben 1 plus einmal 2 macht insgesamt 3. 1 plus einmal 0. Einmal 0 ist eh 0, das heißt, hier kommt auf zweiter Komponente dann 1 raus. Und 1 plus 1 mal minus 1 gibt am Ende 0. Und dann sollten wir hier, wenn wir für r gleich 1 einsetzen, den Punkt 3, 1, 0 rausbekommen. Genauso verfährt man auch mit den anderen Vektoren, beziehungsweise nicht Vektoren, mit den anderen Werten für den Parameter r. Und dann erhalten wir verschiedene Punkte, die jeweils genau den Punkt angeben, den ich rausbekomme, wenn ich diesen Vektor hier vervielfache, also in dem Fall verdreifache, in dem Fall verminus-zweifache und in diesem Fall ver 0,5-fache. So könnte man es quasi ausdrücken. Die Lösung wären diese, also eben schon angesprochen, 3, 1, 0. Wenn ich die 3 einsetze, dann komme ich auf 7, 1, minus 2. Wenn ich die minus 2 einsetze, komme ich auf diesen Punkt C. Und wenn ich 0,5 einsetze, komme ich auf diesen Punkt D. Vielleicht können wir es nochmal kurz am Beispiel zeigen. Nehmen wir doch mal das r gleich minus 2. Wenn ich für r gleich minus 2 habe, dann komme ich hier hinten, wäre ja der Richtungsvektor hier nach unten und den würde ich jetzt verminus-zweifachen, also in die andere Richtung wegen dem Minus und verdoppeln müsste ich ungefähr hier hinten landen.